Hallo zusammen! Heute möchten wir uns einen weiteren Aspekt dieses Tausches am Kreuz anschauen. Und heute heißt das Thema: Jesus starb unseren Tod, damit wir Anteil an seinem Leben haben können. Damit wir leben können, das kostete Jesus das Leben. Ich möchte da zu Johannes 10,10 gehen. Dort steht es, was Jesus für uns getan hat. Und zwar heißt es dort: Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bin gekommen, damit meine Schafe das Leben haben und Leben in ganzer Fülle, Leben im Überfluss. Und dieses Leben können wir als Geschenk annehmen, weil Jesus für uns gestorben ist. Es besteht ein gewaltiger Unterschied von dem, was wir verdient hätten, und von dem, was Jesus uns als Geschenk geben möchte. Ich möchte euch den Vers aus Römer 6, 23 lesen. Und zwar heißt es dort: Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns gibt, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Und wir sehen dort, es ist ein Geschenk. Es geht nicht darum, was wir verdient hätten, denn wir können uns dieses Leben nicht verdienen. Es ist ein Geschenk, das wir annehmen können. Wir möchten jetzt den Unterschied anschauen zwischen einem Lohn und einem Geschenk. Ein Lohn ist das, was wir verdienen. In der Regel gehen wir arbeiten und dort bekommen wir als Gegenleistung einen Lohn. Und wenn uns jetzt unser Chef den Lohn vorenthalten würde, dann wäre das sehr ungerecht. Also wenn ich arbeite, erwarte ich, dass ich einen Lohn bekomme, und zwar, das ist gerecht. Jetzt bei Jesus ist es anders. Wir können uns dieses Leben nicht verdienen. Es ist ein Geschenk. Deshalb müssen wir eigentlich den Lohn, den wir verdient hätten, ausschlagen, damit wir fähig werden, dieses Geschenk anzunehmen. Die einzige Person im Universum, die Leben selbst in sich hat, ist Gott, weil er ist der Ursprung allen Lebens. Und sonst wir alle Lebewesen hier auf dieser Erde, wir haben kein Leben in uns. Uns wurde das Leben eingehaucht von Gott und deshalb leben wir. Aber wir haben keinen ursprüngliches Leben in uns. Und deshalb, Jesus ist gekommen, vom Vater gesandt, und als dieses vollkommene Opfer für Gott, damit wir wieder in diese Verbindung mit Gott kommen können. Und Jesus hatte so viel Leben in sich. Er hatte Leben im Überfluss in sich. Und ich glaube, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss, wurde das Leben Gottes ins ganze Universum ausgeschüttet, damit wir dieses als Geschenk annehmen können. Und was wirklich an diesem Kreuz geschah, ich glaube, das übersteigt unsere menschliche Vorstellungskraft bei weitem. Das gesamte Leben Gottes wurde ausgegossen, freigesetzt, und dieses Leben ist im Blut. Es gibt nirgendwo sonst Leben als im Blut, weil das Leben im Blut ist. Und durch dieses vergossene Blut von Jesus haben wir ewiges Leben, wenn wir das im Glauben empfangen. Ich möchte ins Alte Testament. Dort hat Jesaja 700 Jahre bevor Jesus gekommen ist, eine Vision gehabt von diesem Sterben von Jesus am Kreuz, was dort wirklich geschah. Es lohnt sich, das mal durchzulesen. Jesaja 53. Dort steht im Vers 12: So wird er belohnt,
weil er den Tod auf sich nahm und wie ein Verbrecher behandelt wurde. Er hat viele von ihren Sünden erlöst und für die Schuldigen gebetet. Und ich glaube, als Jesus am Kreuz blutete, wurde sein gesamtes Blut ausgeschüttet. Ihm wurde eine Dornenkrone aufgesetzt, ihm wurden Nägel durch die Hände und Füße geschlagen, sein Rücken hat geblutet, überall geblutet. Und das tönt jetzt vielleicht ein bisschen makaber, weil Blut ist für uns etwas, hat für uns oft etwas Ekliges. Es gibt manche, denen wird es schlecht beim, wenn sie Blut anschauen. Und es hat etwas Anstößiges. Aber genau ist es oft so, dass dieses Anstößige notwendig ist. Und das Kreuz war wirklich ein Anstoß, weil das Kreuz da... sind normalerweise Verbrecher gestorben, da ist auch der gerechte Sohn Gottes gestorben und es war ein anstößiges Ereignis. So, aber es war notwendig, denn ohne Kreuz hätten wir keine Erlösung. Jetzt möchten wir uns anschauen, wie wir denn dieses Geschenk des Lebens empfangen. Und ich glaube, das geschieht durch Glauben. Und auch, es steht in Johannes 6, 53, da sprach Jesus zu ihnen, «Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst.» Also hier sagt uns Jesus, wenn wir seinen Leib essen und sein Blut trinken, dann haben wir Leben. Und das tönt jetzt für unsere westliche Kultur doch ein bisschen speziell. Aber ich glaube, wir können uns dieses Blut symbolisch im Glauben als Nahrung zu uns nehmen. Und das geschieht durch das Abendmahl. Dort nehmen wir das Brot, wo den Leib von Jesus symbolisiert. Wir essen diesen Leib symbolisch und auch das Blut, also dieser Wein, das Blut, das essen, das trinken wir. Und dadurch können wir wie im Glauben so dieses Leben, diese Nahrung zu uns nehmen. Und ich möchte jetzt einfach noch beten für diesen Tausch, damit wir dieses Leben annehmen können. Und ich danke dir, Jesus, dass du einfach diesen Tod für uns gestorben bist, damit wir Leben haben können, dass du dein Blut wirklich ausgegossen hast für uns und wir dürfen das jetzt einfach im Glauben annehmen, dass du dein Leben ausgegossen hast und wir nehmen jetzt diesen Tausch an. Wir geben dir unseren Tod, Jesus, und wir nehmen jetzt dieses Geschenk des Lebens in uns auf und du hast gesagt, du hast Leben, die Fülle für uns. Amen. Wenn du an diesem Thema dranbleiben möchtest, dann möchte ich dir ermutigen, wir laden jetzt jeden Freitag so ein Video rauf auf YouTube und wenn du da dranbleiben möchtest, laden wir dich ein, uns zu liken und auch unseren Kanal zu abonnieren. Ich wünsche dir eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!